Das haben wir leider eben auch immer wieder jetzt bei diesen Mails erfahren, dass Leserinnen und Leser uns schreiben, sie haben durch Zufall gehört, dass es das und das gibt. Also da sprechen Sie, also das wäre sozusagen dieses System der Community Nurses. Ja, die, genau. Wie weit ist denn das? Weil das ist, wäre ja auch etwas, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Ja, das ist noch ziemlich am Anfang, aber es gibt einmal eine gute Absichtserklärung. Es gibt erste Arbeitsgruppen zu diesem Thema, weil wir das für Österreich ja überhaupt erst definieren müssen. Es gibt diese Berufsgruppe natürlich schon in anderen Ländern, sind dort etabliert, aber die muss man ja anpassen an unser Gesundheitssystem und an unsere Strukturen. Und das ist das, was jetzt einmal erarbeitet wird. Und es ist geplant, vielleicht sogar noch heuer, aber eher nächstes Jahr, hier zumindest projektmäßig in eine Ausrollung zu gehen. Also Modellregionen zu schaffen und das dann auszurollen. Genau. Ja. Herr Buchner, Sie wollten, Sie wollten, bitte. Nein, passt schon. Bitte. Darf ich noch kurz auch nochmal anschließen? Wir haben ein Thema, das haben Sie sehr schön angesprochen, und die ursprüngliche Frage war ja Überforderung. Ja, genau. Wir haben schon ein Thema, dass die Damen und Herren oder die pflegenden Angehörigen mit einem Thema konfrontiert sind, das ja nicht sexy ist. Pflege und Betreuung ist nicht sexy. Wenn ich mich heute um den Urlaub kümmere oder ein neues Auto, dann informiere ich mich, dann bin ich proaktiv. Wir merken in der Curadomo, in der 24-Stunden-Betreuung, dass die Damen und Herren immer später zu uns kommen, weil sie eigentlich sagen, schaffe ich schon, mache ich schon, brauche ich noch nicht, wie auch immer, etc. Ja? Übrigens das Thema auch Palliativbetreuung, wo wir in der Curadomo eng mit dem Palliativsystem zusammenarbeiten, weil es wieder eine Verzahnung ist. Professionelle Palliativteams arbeiten mit der 24-Stunden-Betreuung gemeinsam, um demjenigen die schönsten letzten Tage, Wochen, Monate eben zu Hause zu gönnen. Mhm. Aber wenn ich jetzt nach Skandinavien schaue, das uns sehr oft als Vorbild dienen soll, jetzt mal abgesehen von der Finanzierung, dann ist es dort etwas ganz anderes. Dort holt man sich, man hat diese Scham nicht, die Sie zuerst angesprochen haben, man holt sich diese Information. In Niederlande, wo wir uns das Bützorg-System angeschaut haben, Thema Community Nurse und so weiter, ist man von der Einstellung der Leute etwas anders. Da sagt man, ja, okay, ich brauche das, also hole ich es mir auch. Der Wunsch ist natürlich da, ob man es jetzt gut bekommt oder nicht, bin ich bei Ihnen, manchmal ist es im Netz findbar, manches nicht, aber es ist schon ein Thema der Einstellung auch, bin ich bereit, diese Überforderung für mich auch zuzugeben. Ja. Dann kann ich mir sicherlich die richtige Hilfe auch holen. Die Einstellung ist das eine, aber ich glaube, es kommt auch dazu die Gesellschaft, weil einfach, also ich spreche immer von Demenz, darum ist da natürlich der Unterschied ein bisschen vielleicht, weil der Zugang andere ist, aber das ist einfach nur immer so ein Tabuthema. Also wir haben, noch immer müssen wir Rechnungen ausstellen, wo uns die Leute bitte, bitte nicht mit dem MS-Alzheimer-Hilfe-Logo. Das passiert noch immer draußen am Land. Und wir schreiben aber jetzt 2021. Und insofern ist das Thema vielleicht noch einmal heikler, weil es einfach nur immer so ein Tabuthema ist und so im Schweigeeck noch immer, dass es, Pflege ist wahrscheinlich nur ein bisschen anders, weil da ist die Gesellschaft natürlich schon offener. Und natürlich, aber für so etwas will keiner gern zugeben. Und wie Sie sagen, vor allem im ländlichen Bereich, im städtischen vielleicht nicht so dramatisch, der Nachbar kennt man oft gar nicht mehr, wie auch immer. Aber das ist schon ein Thema der Scham auch und so. Ja. Gut vorstellen, ja. Ja. Und auch die Akzeptanz des Betroffenen selber. Also ja, ein pflegender Angehöriger macht das, was der Betroffene selber auch zulässt. Also das spielt da auch stark mit hinein. Mhm. Ja. Weil Sie vorher angesprochen haben, die Community Nurses, es gibt in Niederösterreich ein Projekt, ein Ausbildungsprojekt. Es hat uns eine sehr junge Leserin geschrieben, Barbara Smeck, sie ist Schülerin der Ausbildung zum sozialen Alltagsbegleiter. Mhm. Und das wird von Land Niederösterreich eben anerkannt, wieder so ein Fleckerlteppich. Das gibt schon aber seit 2 Jahren. Und soll eben pflegende Angehörige entlasten. Und sie will wissen, kann diese neue Berufsgruppe, die noch ziemlich unbekannt ist, eine Unterstützung und Ergänzung zur besseren Gestaltung des Alltags sein? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie kennen es. Was meinen Sie? Ist das kann man das nicht irgendwie auch... Darf ich es ganz ehrlich beantworten? Bitte. Es ist wieder ein kleiner Puzzlestein, ein unausgegorener, mit einer guten Idee, mit einem guten Wunsch, es zu machen, aber es ist wieder nicht das eigentlich, was wir brauchen. Es ist so ein kleiner Puzzlestern, der dort ein bisschen andockt und dort ein bisschen andockt. Wenn man sich die Hintergründe des sozialen Alltagsbegleiters anschaut, wer darf wie ausbilden, was dürfen diese Damen und Herren machen, teilweise sogar nur weniger als die 24-Stunden-Betreuerin, muss man sich nämlich auch genau anschauen, etc., arbeiten dann andere mobilen Diensten zu, kann diejenige junge Dame, Sie haben glaube ich 16 Jahre gesagt, kann die wirklich davon leben,
Ja, möchte ich jetzt nicht hier ausführlich diskutieren. Es ist wieder ein kleines Stückchen, wie ich vorher gesagt habe, es ist nicht der große Wurf. Und es wird als ein Pilotprojekt in Niederösterreich, sehr engagiert auch von der Landesrätin dort gemacht und sehr toll. Aber es ist ein kleiner Stein. Und nein, ich glaube nicht, dass es zum großen Gelingen jetzt beitragen wird, dass das der Wunderwuzi ist. Es gab noch eine Frage von einer Leserin, Ingrid Barth. Sie pflegt ihre Eltern seit fast 8 Jahren. Sie ist seit 2 Jahren, hat sie eine 24-Stunden-Betreuung, sucht aber verzweifelt nach einer zweiten, weil sie sagt, es geht sich hinten und vorn nicht aus. Und sie sagt, sie hat über 20 verschließen sozusagen oder halt probiert, mit denen zu arbeiten. Es hat nicht funktioniert, weil einfach die Kompetenz teilweise nicht da war. Vielleicht können Sie einmal nur ganz kurz, was braucht eine 24-Stunden-Betreuung an Fähigkeiten? Was muss die mitbringen? Was kriegen die überhaupt für eine Ausbildung? Bevor ich auf die rechtlichen Ausbildung gehe, möchte ich das wichtigste Argument sagen, was eine Betreuung braucht: Empathie. Das ist ein extrem herausfordernder Job, wie alle Jobs in der Pflege und in der Betreuung. Aber zudem natürlich ist es so, dass die Damen und Herren eine österreichische Gewerbeberechtigung brauchen, heißt Personenbetreuung. Die grundsätzlichen Dinge sind jetzt neben einem Leumundszeugnis natürlich auch eine adäquate Ausbildung, die einer Heimhilfe in Österreich gleichkommt. Auch da gibt es unterschiedliche Ansätze, weil die Kurse in den in den osteuropäischen Ländern eher unterschiedlich sind. Rotes Kreuz ist da führend, die sehr professionelle Ausbildungen machen, aber es gibt halt auch weniger professionelle. Aber im Prinzip ist es einmal adäquat einer österreichischen Heimhilfe, das ist das Erste. Und dann ist es sicherlich so, wie die Leserin sagt, die bestausgebildete Betreuerin mit der höchsten Empathie, haben wir noch immer das Thema der Chemie. Passt es zwischen dem zu Betreuenden? Übrigens auch, passt es zu Angehörigen? Auch die sind nicht immer, sind wir sehr schön gesagt, das ist nicht immer 1:1, das, was beide das Gleiche wollen. Und dann kommt eine Betreuerin hin, die all diese Dinge erfüllen soll. Ja? Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es manchmal schwierig ist. Deswegen gibt es auch Vermittlungsagenturen, die im Vorfeld versuchen, das auszufiltern. Was benötigt man im Rahmen einer Qualitätsvisite, einer Erstanamnese, was ganz wichtig ist, wo sich dann ein Privater viel schwerer tut, weil ja da die Erstanamnese nicht gesetzlich gefordert ist. Bei den 24-Stunden-Betreuungsagenturen ist es ja so, dass es ein Qualitätszertifikat gibt, die das auch vorschreibt, dass hier eine DGKB professionell vor Ort vorkommt, eine Erstanamnese, um auch den Fall einmal genau zu beurteilen. Ist das überhaupt ein Fall, der zu Hause betreut werden kann? So ehrlich müssen wir nämlich auch sein, es gibt Fälle, die sind zu Hause nicht betreubar. Das ist so und das muss man sich dann auch eingestehen. Und ich kann die Leserin verstehen, dass sie ein Thema hat. Ich kann sie gerne einladen, dann auch Kontakt aufzunehmen, dass wir ihr hier sie unterstützen, weil das wird sie vielleicht auch brauchen. Aber ja, das Thema haben wir. Und die zweite Frage war auch das Thema Leistbarkeit. Ja. Das ist ja etwas, was nur Menschen oder Angehörige, die sich das wirklich leisten können, engagieren können, oder? Weil da gibt es ja kaum Unterstützung. Das stimmt nicht ganz. Wir haben neben dem Pflegegeld natürlich, dass ja jeden dann, der entsprechend, wo es diagnostiziert ist, bekommt, gibt es die staatliche Förderung von 550 Euro pro Monat für 2 selbstständige Personenbetreuerinnen. Und dann, wie ich eingangs erwähnt habe, gibt es einzelne Bundesländer, die auch noch den Selbstbehalt unter gewissen Kriterien fördern. Sehr vorne an erster Stelle Vorarlberg, Niederösterreich, die auch sehr früh schon fördern dahingehend, andere Bundesländer leider nicht. Das ist wieder das Schicksal des Wo bist du geboren? Aber grundsätzlich, es ist eine Form, das muss man auch ehrlich sagen, die leistbar ist, aber auch wieder nicht für jeden. Das muss man auch ganz fairerweise sagen, dass eine Mindestpensionistin, um das ganz klar auszusprechen, sich wahrscheinlich ohne Zuzahlung eines Angehörigen eine 24-Stunden-Betreuung nicht gut leisten wird können. Da muss die Familie wieder gemeinsam helfen. Entweder sie hilft in Form der finanziellen Zuzahlung oder sie hilft in Form der pflegenden Angehörigen, dass sie dann halt Dinge übernimmt und man hat dann halt nur eine Betreuerin oder wie auch immer. Ja. Und so Tagesbetreuungseinrichtungen als Alternative? Wie werden die? Also das Wort Baustein ist heute schon sehr oft gefallen. Wir brauchen wirklich unglaublich viele Bausteine. Ja, wir haben jetzt sehr lange über den 24-Stunden-Betreuungsbereich gesprochen, von dem ich auch überzeugt bin, dass der ein wichtiger Baustein ist und für viele passt. Aber ich möchte es mal ein bisschen in Relationen setzen. Ja. Also wir haben in Österreich das sind so circa Zahlen, aber Größenordnungen. Ja, 460.000 Menschen in Österreich beziehen Pflegegeld.
Davon leben rund 100.000 Menschen in stationären Einrichtungen und der Rest lebt zu Hause. Also wir sprechen von 365.000 Menschen circa. Und im Bereich der 24-Stunden-Betreuung, korrigieren Sie mich bitte, sind es circa 30.000 bis 35.000 Menschen. Das heißt, der Rest ist von den pflegenden Angehörigen betreut, mit oder ohne Unterstützung. Und das ist eine Gruppe, über die wir sprechen sollten, also ohne eine zusätzliche Unterstützung. Was wir haben auch über die Beratungen gesprochen und über die Zugänglichkeit von Informationen und das hohe Engagement auch der pflegenden Angehörigen. Wir müssen uns jetzt schon darauf vorbereiten, weil das wissen wir, das ist absehbar, dass die Gruppe an pflegenden Angehörigen sich reduzieren wird. Warum? Weil ja nicht nur die zu Betreuenden älter werden, sondern auch die pflegenden Angehörigen werden älter. Der Rechnungshof hat letztes Jahr einen Bericht veröffentlicht, dass derzeit ist das Verhältnis dieser Altersgruppe, die theoretisch pflegen und betreuen könnte, die so liegt so zwischen 50 und 65. Derzeit ist das Verhältnis 4:1 dieser Gruppe 50 bis 65 zu 80 plus. Im Jahr 2060, das ist jetzt schon zugegeben weit weg, ist das Verhältnis fast 1:1. Mhm. Ja, das heißt, es ist zwar eine Weile dorthin, aber wir werden uns da auch schrittweise hinbewegen. Und es braucht jetzt jede Unterstützung natürlich für pflegende Angehörige. Wir müssen nur wissen, das wird im Jahr 2040, 50 nicht mehr, das ist dann auch ein wichtiger Baustein, aber das wird nicht lang nicht so systemerhaltend sein, wie das jetzt der Fall ist. Und auf das müssen wir uns vorbereiten. Jetzt gehören die pflegenden Angehörigen massiv unterstützt, also eben durch Beratungsangebote, durch Austauschgruppen, auch durch Ausbildungen. Also oft sind ja pflegende Angehörige einfach auch fachlich überfordert in einer gewissen Situation oder haben Fragen und Rückfragen. Wir meinen aber auch, es braucht den Ausbau zusätzlicher sehr zeitlich flexibler Angebote. Das heißt, dass wir noch flexibler auch mobile Angebote nach Hause schicken können, dass das auch finanziell leistbar ist. Genauso aber auch, dass der Betreute in eine Tagesstruktur beispielsweise kommen kann. Genau. Ich glaube, wir dürfen da nicht nur schwarz-weiß denken, da gibt es ganz viele Grauschattierungen und es ist in der Stadt auch anders zu beurteilen als am Land. Wir brauchen jedenfalls zeitlich flexible Unterstützungsmöglichkeiten für die pflegenden Angehörigen, um das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, aber sie entsprechend auch zu unterstützen, weil sie leisten, die Dame hat vorher gefragt, bin ich nichts wert? Nein, das stimmt natürlich nicht. Es ist ein extremer Wert, der hier geleistet wird tagtäglich und über den wird eigentlich auch viel zu wenig gesprochen. Ja. Also wir müssen sie unterstützen. Die Regierung hat sich das auch vorgenommen. Es gibt ja sowohl im Regierungsprogramm als auch im Taskforce-Bericht, den Sie schon erwähnt haben, ja einige Maßnahmen, die vorgesehen sind für pflegende Angehörige. Das ist gut und richtig. Wir hoffen, dass der neue Gesundheitsminister auch genauso ein engagierter Sozialminister ist und diese Pflegereform, da gibt es unglaublich viele Vorschläge, gute Ideen, jetzt wirklich schnell auf den Weg bringt, damit wir hier nicht noch Monate diskutieren, sondern einfach auch Dinge ausprobieren, evaluieren, weiterentwickeln und hier wirklich schrittweise vorankommen und nicht auf den größten Wurf warten, weil auf den warten wir auch schon seit 15 Jahren. Ja, natürlich. Alles unterstrichen. Nur eine Zahl noch oder zwei Zahlen ergänzt, weil es ganz aktuell Academia Superior in Oberösterreich, die haben eine Auswertung gemacht und die berechnen Kosten der häuslichen Pflege pro Jahr von 10.000 Euro und der stationären Pflege von 25.000 bis 43.000 Euro. Also damit man auch sieht, was sich der Staat eigentlich erspart, was da die pflegenden und begleitenden Angehörigen da reinarbeiten ins System. Ja. Vielleicht bleibe ich gleich bei Ihnen auch. Die speziellen Herausforderungen jetzt gerade in der Betreuung und Pflege von Alzheimer-Patienten, da wollten wir Sie noch dazu befragen. Ich greife das von vorher nochmal auf, eben, dass das Betreuung auch Beschäftigung braucht und dass das Betreuung nicht gleich Pflege ist. Mhm. Und wir versuchen da halt sehr viel als MS Alzheimer-Hilfe auch wirklich in konkrete Projekte zu legen. Also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell, habe ich mitgenommen als ein Leuchtbeispiel, das MAS-Aktivprogramm, wo wir versuchen, in Alten- und Pflegeheimen das Personal demenzfit zu machen. Mhm. Das ist ein Beispiel. Oder das zweite Beispiel, wo wir ganz konkret mit Minimed gemeinsam
die Polizei, also die Polizisten, Entschuldigung, mit Minimed, Entschuldigung, muss ich, mit Minimed haben wir gemacht, die Online- und Angehörigenschulung. Ja. ja, kommen wir schon durcheinander bei dem Filmbeispiel. Die Online- und Angehörigenschulung, wo wir quasi kostenlos den Familien da Angebot legen, das ist im Printbereich genauso wie im Online-Bereich. Und das Dritte, und das ist eben das Polizeiprojekt, wir haben gemeinsam mit dem österreichischen Innenministerium und der Donau-Universität die österreichischen Polizisten geschult, und da haben wir jetzt mittlerweile 14 von 22.000, die auch Demenzfit gemacht. Und das Projekt nehme ich insofern als Paradebeispiel, weil in dem Projekt verpflichtend ist, dass die Polizei zwei Kontakte hat zu sozialen Einrichtungen in der Umgebung. Mhm. Und da sind wir schlagen, weil da trifft es natürlich dann draußen die Karre, das ist Hilfswerk alle. Das heißt, die können sich unmittelbar Hilfe holen, und wir erreichen eine totale Verbreitung in Österreich als unmittelbare Hilfe für die Angehörigen. Mhm. Aber jetzt so von Tagesstrukturen her und so, das ist auch natürlich eine Entlastung für... Alle, also ich sage, alles, was hilft, bitte gerne. Es muss zwei Kriterien haben, konkret und unmittelbar. Alles, was hilft den Leuten, konkret und unmittelbar. Aber ich bin bei Ihnen, dieses Verzetteln ist halt schwierig, weil es halt sehr viel an Ressourcen verliert, was gebündelt halt leichter hilfreich wäre. Weil die x-te Einrichtung hat noch immer keinen geholfen mehr. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Magister Paar. Wir haben ja vorher schon gehört, dass, glaube ich, 95% sind es Frauen, die in der Pflege, eben tätig sind. Gerade in den Familien liegt die Last bei den Frauen. Was braucht es Ihrer Meinung nach, kann auch gerne jeder seinen Input geben, um mehr Männer in die Pflege zu bringen? Schwieriges Thema. Ja, schwieriges Thema. Also vielleicht einmal, wie viele Menschen brauchen wir denn rein in Pflegeberufen? Da gibt es ja eine Studie der Gesundheit Österreich, die berücksichtigt zwar noch nicht einmal den Rückgang von pflegenden Angehörigen, aber die Zahl, die mal verschriftlicht ist, ist, dass wir bis zum Jahr 2030 75.000 Menschen, ausgebildete Menschen brauchen auf dem Arbeitsmarkt, um überhaupt den steigenden Bedarf und diesen Pensionierungsknick, der vor uns steht, bewältigen zu können. Klammer auf, so viele Ausbildungsstätten haben wir derzeit gar nicht. Das heißt, es wird sich nicht ausgehen, wenn politisch nichts passiert, Klammer zu. Zu Ihrer Frage, aber da haben Sie sicher auch noch wichtige weitere Beiträge zu liefern. Ich glaube, dass wir grundsätzlich, ich bin jetzt keine Pflegeperson, ich bin Volkswirtin, aber ich glaube, dass viel zu wenig bekannt ist und gesprochen wird darüber, wie vielfältig diese Berufe sind. Mhm. Ich glaube, dass es hier viel mehr Gespräch braucht, was es auch an verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Man sagt immer Pflege, aber das sind ja ganz viele verschiedene Qualifikationsstufen, und es gibt ganz unterschiedliche Einsatzbereiche. Also ich kann von einer mobilen Pflege bis zu einem Intensivstation. Ja. Also es ist sehr vielfältig. Ich kann auch als selbstständige Pflegeperson arbeiten. Ich glaube, das ist zu wenig bekannt. Man hat vielleicht noch ein bisschen alte Bilder im Kopf. Das sind ganz tolle Berufe, wo man sich spezialisieren kann, wo man fachliche Karrieren machen kann oder eben vertikale, horizontale Karrieren. Also ich glaube, das ist zu wenig bekannt. Und das Zweite ist, wir haben zu wenig Ausbildungsstätten oder Ausbildungsstellen. Die sind auch nicht alle kostenlos. Das heißt, das ist auch mit einem finanziellen Aufwand manchmal verbunden, so eine Ausbildung überhaupt zu absolvieren. Und das macht natürlich keinen Sinn. Wir sind überzeugt davon, wir brauchen, um wirklich einen Pflegenotstand, sage ich sogar, in der Zukunft zu verhindern, brauchen wir bundesweit Ausbildungsstätten, die wirklich kostenlos sind und vielfältig, also über die verschiedenen Ausbildungen von Pflegeassistenten, Pflegefachassistent, Diplomiert, Bachelor-Ausbildungen. Also da gibt es ja ganz viel. Es muss kostenlos sein, flächendeckend, und aber ich glaube, das Interesse ist da. Aber das hat noch nicht, das zeigt jetzt noch nicht, wie man eben mehr Männer in den Bereich hat. Oder auch in der Angehörigenpflege, weil das ist ja eigentlich unser großes Thema, wie kriegen wir die Männer? Ja, das bringt uns aber überhaupt in die Diskussion des Frauenbildes. Ja. 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 Also das macht ganz einen anderen Kreis auf. Das kann man auch politisch nicht klären. Das kann man durch Vorbilder klären. Aber ich denke trotzdem, um auf die erste Frage zurückzukommen, wenn wir mehr erzählen über diesen Beruf, und ich kenne sehr wohl Pfleger, männliche Pfleger, die das auch über viele Jahre sehr engagiert und hervorragend machen. Ich glaube, dass es Role Models braucht, die auch darüber sprechen, dass das auch für einen Mann ein toller Beruf ist. Mhm. Ich denke, es geht nur so. Ja. Also, ja, wenn Sie ich auch etwas sagen, ja.
Viel kann ich, das stimmt alles, was Sie jetzt schon gesagt haben, kann ich nur unterstreichen, dass diese Fachkarrieren ermöglicht werden müssen. Aber jetzt explizit, ich glaube, wir müssen das trotzdem besprechen, dieses gesellschaftliche Thema, warum ist Care-Arbeit Frauenarbeit? Da kommen wir irgendwie nicht drum herum, wenn wir Männer in der Pflege haben wollen. Weil, was ich immer beobachtet habe, ich komme ja aus der Lehre ursprünglich, und wenn ich bei den Aufnahmegesprächen die Männer gefragt habe, wie sie denn dazu gekommen sind, in die Pflege zu gehen, die Mädchen sagen immer, ja, das wollte ich immer schon im Kindergarten und ich habe dort die Oma gepflegt und so weiter. Also da gibt es irgendwie immer einen Konnex. Und die Männer sagen fast zu über 90%, ich hatte nie daran gedacht, in die Pflege zu gehen. Das war, auf diesen Gedanken wäre ich nicht einmal gekommen, bis ich beim Zivildienst war. Und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich genau das gesehen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, die Vielfältigkeit, die Möglichkeit und dass mir das eigentlich eh auch taugt. Ja? Und da sind wir dann genau bei diesem Thema. Warum machen wir für Buben Care-Arbeit nicht denkmöglich? Ja, die kommen gar nicht auf den Gedanken, dass sie pflegender werden können. Ja? Und das ist schon auch ein gesellschaftliches Thema, nicht? Wie erziehen wir und so weiter. Ja? Und wir werden natürlich am Ende nur dann dahin kommen, wenn Frauen sagen, sie machen es nicht mehr. Solange Frauen sagen, ja, sie machen es, dann lehne ich mich zurück, also weil glauben, so sexy ist es ja nicht. Ja. Ne? Also Sie glauben, man muss es auch mehr visible machen für Männer, diese Vielfältigkeit, über die Sie auch gesprochen haben. Also in der Professionalität muss man, da ist es ja da, die Attraktivität, da sind ja die Tätigkeitsfelder da, die auch Männer anziehen können, die muss man nur sichtbar machen. Mhm. Im häuslichen Setting, also in der Angehörigenpflege, ja, da schaut es halt natürlich wieder ganz anders aus. Also das ist nicht sexy, das ist, ich kann nebenbei nicht arbeiten gehen in meiner Erwerbsarbeit. Wir wissen, was das zur Folge hat, nämlich die Armut, die Altersarmut, ich habe weniger Zahl, weniger ein System ein und. Also dieses, ich bezahle ja die Frauen bezahlen ihr ganzes Leben sozusagen dafür, nicht? Das ist ja nicht mit dieser Zeit, wo sie tatsächlich die Angehörigenbetreuung übernehmen, abgeschlossen, sondern das zieht sich ja dann, diese mangelnden Versicherungszeiten und dieses geringere Einzahlen ins System, zieht sich dann bis ihr Lebensende durch. Na, wenn ich das an jemanden anderen abgeben kann, dann tue ich das. Und das machen Männer halt, solange es Frauen gibt, die sagen ja dazu sagen. Ja. Und da kommt natürlich auch dieser gesellschaftliche Faktor und die soziale Kontrolle gerade im ländlichen Bereich zum Tragen. Darf ich Nein sagen? Halte das gesellschaftlich aus im Dorf, wenn ich sage, nein, ich mache das nicht. Ja. Mein Bruder soll das machen. Oder ja? Ich mache es nur, wenn wir es gemeinsam machen. Ne? Oder wir teilen uns das, genau. Ja. Aber halbe, genau. Wir müssen leider zu einem Abschluss kommen. Ich würde gerne eine Schlussrunde machen. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Buchner. Was kann man tun eben jetzt, also was ist sozusagen das Fazit, der Sukkus, das Wichtigste, was müssen wir tun, damit dieses System der Angehörigenpflege nicht kippt? Ich glaube, es sind im Wesentlichen drei Punkte. Es braucht mehr Geld, es braucht mehr Personal und eben die Ausbildung. Das war perfekt, knapp und präzise, danke. Vielleicht, was ist Ihr Fazit sozusagen? Was würden Sie sagen? Wie kann man das verhindern? Naja, das mehr Geld kann ich nur unterstreichen, aber einfach auch mehr Unterstützung. Weil das haben wir jetzt eh schon auch vorgerechnet, bekommen, dass sich das rein rechnerisch nicht mehr ausgeht. Es gibt ja nicht nur zu wenig Ausbildungsplätze, die könnte man noch schaffen, es gibt ja auch zu wenig Jugendliche, die wir ausbilden könnten. Weil selbst wenn jeder Jugendliche, der die Schule verlässt, in den nächsten Jahren in die Pflege gehen würde, hätten wir noch immer zu wenige. Das heißt, wir müssen uns Frauen haben Lebensentwürfe, die eben nicht darauf ausgerichtet sind, Care-Arbeit zu leisten. Ja, und das ist legitim und das muss man auch mitbedenken. Das heißt, wir müssen andere Strukturen schaffen,
die es möglich machen, die zu Betreuenden, zu Pflegenden zu versorgen, aber auch den Angehörigen, die ihren An- und Zugehörigen ein Leben, einen Lebensentwurf ermöglichen, der auch für sie Autonomie bedeutet. Also das heißt, wir müssen natürlich Unterstützungsangebote hier schaffen, wir müssen Tagesstrukturen schaffen, wir müssen einfach den Angehörigen Luft geben, und das kann nicht nur sein, wenn ich eh wieder auf Kur bin. Ich meine, das ist schon gut, dass ich eine Versorgung habe. Wenn ich selber auf Kur bin, wäre ja noch schlimmer. Ja? Aber ich will auch vielleicht einmal durchatmen, wenn ich zu Hause bin. Ja? Okay. Das ist mein Thema, da könnte ich lange reden. Ja. Ich mache jetzt Schluss. Frau Magister-Bach. Also wir sind eh alle einer Meinung, wir brauchen unbedingt einen Ausbau der verschiedenen Angebote, von Beratungen hinzu auch unbedingt Ausbau mobiler Dienste, die dann unterstützen können, Tageszentren, vielleicht auch mal Pflegeeinrichtungen. Wir brauchen, damit das langfristig funktioniert, eine Personaloffensive. Also das ist unser Prio 1-Thema auch in der Pflegereform, die jetzt hoffentlich bald beginnt, weil das sind schon noch viele Stolpersteine auf dem Weg, und wir müssen einfach beginnen, diesen Weg zu beschreiten. Und es ist eigentlich eher 5 nach 12 als 5 vor 12. Ich glaube aber, und das möchte ich als dritten Punkt ergänzen, ich glaube, wir brauchen jetzt kurzfristige Entlastungsmaßnahmen für die Angehörigen. Die Pandemie dauert einfach echt schon lange an. Wir versuchen da viel zu machen. Wir machen da auch sehr viel als Caritas. Aber das wäre auch sehr, sehr wichtig, dass das wirklich flächendeckend da ist. Man kann auch sehr viel über digitale Möglichkeiten unterstützen, damit auch viele auch in ganz ländlichen Bereichen oder in hintersten Tälern erreichen. Da sind wir noch nicht sehr weit entwickelt. Also da sollten wir unbedingt weiter dran arbeiten. Danke. Herr Putzdener. Vielleicht nur 2 Gedanken noch. Stimme allen zu, was vorher gesprochen wurde. Was man vielleicht noch machen sollte, möchte einen Gedanken einbringen: Attraktivierung dieses Jobs, generell Betreuung, Pflege. Ich erinnere daran, technische Universitäten haben sensationelle Kampagnen gemacht, um Frauen in die Technik zu bekommen. Mhm. Machen wir es auch mal auf der anderen Seite, versuchen wir Männer dafür zu begeistern. Ja. Das können wir, Sie haben das sehr schön gesagt, vertikale, horizontale Möglichkeiten. Es ist ein toller Job in der Betreuung, es ist ein sehr dankbarer Job, wo du auch viel Feedback sofort zurückbekommst, wenn du das machen kannst. Wir brauchen, und das Zweite, was ich gerne machen möchte, ist, und das war mein Eingangsstatement, wenn wir noch schaffen, die bessere Verzahnung zwischen Betreuung und Pflege, können wir vielleicht in der diesen Baustein 14-Stunden-Betreuung Pfleger entlasten, die dann wieder für andere Ressourcen frei sind. Wenn wir das noch besser miteinander kombinieren, können wir es den Angehörigen vielleicht auch wieder leichter machen. Es ist noch engere Zusammenarbeit, mehr Geld, gar keine Frage, wie auch immer, aber vor allem Attraktivierung. Es muss sexy sein, in die Pflege zu gehen.